So, ich würde jetzt ein paar Fragen aufnehmen, aber ich bitte keine Co-Referate und ich würde nach 2 Minuten dem nächsten Redner, der nächsten Rednerin, dem nächsten Redner das Wort erteilen wollen. Also da hinten hat sich als erster der junge Mann mit der Brille. Ich mache mal kurz 2 Fragen. Erstmal ganz vielen Dank für die sehr tolle Veranstaltung, auch mit Durchführenden, den Herrn Mutterberg, der fing an damit, dass es noch viel Schlimmeres gäbe als Hartz IV, darauf irgendwann eine kurze Antwort, wenn das geht, an das Plenum eine 2. Frage, egal wer es auch sonst beantworten kann, was kann man bei doch schon einsichtigen Rechtsbrüchen seitens von Jobcenter Aachen oder anderen Kommunen machen, außer vor Sozialgericht gehen und natürlich die Vorverfahren mit Widersprüchen, kann man auch Strafanzeigen in schweren Fällen stellen, also wegen Nötigung in anderen Dingen. Sagen wir, ohne Rechtsgründe werden Dinge gemacht, die nicht haltbar sind. Das ist für mich eine grundlegende Frage. Wisst ihr da was? 2 andere Punkte. Herr Butterbeck, es ist schön, dass Sie das mit der Sanktionsquote angesprochen hatten. In den Medien wurde oft 3,2, 3,3 und 3,4% an Sanktionsquote bundesweit in einem Jahr, war die Formulierung eigentlich, zumindest auch in der HNA, für die Arbeitslosengeld-II-Empfänger berichtet. Herr Butterbecker hat das jetzt mit Zahlen konkret und richtig aus einem Jahr dargestellt. Weiß denn irgendjemand, wie hoch ungefähr die Sanktionsquote für diese insgesamt Betroffenen pro Jahr ist? Ist das bekannt? Weiß das irgendjemand? Zu hoch auf jeden Fall. Also knapp 11 oder ungefähr 10%, die schwanken auch pro Jahr. Und in den Medien war es knapp 1/3. Der Herr Butterbecker hat die Gründe dargelegt. Bei 1 Million Sanktionierten, geteilt durch die 4,4 Millionen erwerbsfähigen Hilfebedürftigen, weil die Zweirecht SGB II, sind das ca. 23%, ich bin sofort fertig. Und durch die Mehrfachsanktionierten, wenn man das abzieht, ergibt sich ungefähr 10 bis 11%. Das war sehr wichtig, denn in fast allen Medien, bis auch vor einem Jahr, in der Rheinischer Merkur im Westen, wurde es falsch dargestellt, auch im Internet, auch von Sabine Knickrehn, Bundessozialgericht, auf dem Vortrag vor 3,5 Jahren, auch falsch dargelegt. Entschuldigung, ich das wollte ich nur mal sagen. Der Herr liegt an der Tür. Und dann der, unser wertgeschätzter Professor Fritz. Das ist in dem Sinne keine Frage. Etwas lauter. Ah ja. Danke. Ja, das ist in dem Sinne keine Frage. Ich bin seit 23 Jahren hier in Kassel, mache die Sozialberatung, kann mich dem anschließen, was die Frau Fuchs gesagt hat. Was für mich nochmal ganz wichtig ist, dass durch diesen Wechsel von der Sozialhilfe zum Arbeitslosengeld II, Sozialhilfe war ja immer, man hat so schön genannt, die soziale Hängematte. Das hat insofern gestimmt, man hat die Leute nicht hängen lassen, das war zwar nicht schön, aber es gab noch ein Auffangnetz, jetzt mit den Sanktionen kann man ja die Leute direkt kürzen. Das ist bei der Bevölkerung noch gar nicht im Kopf. Wenn ich Leute habe, die kommen zu mir in die Beratung und sagen, die haben eine Kürzung gemacht, ich kriege gar nichts mehr. Das kann doch nicht wahr sein. Und dann sage ich, doch, leider ja. Und viele Gerichte sagen sogar, das ist rechtens. Also da ist auch in der Bevölkerung ist so eine Geschichte, das ist noch nicht angekommen. Wo es aber angekommen ist, ist leider, aber auch verständlicherweise bei den Betroffenen. Früher habe ich mit den Leuten gekämpft, um Hausschuhe. Da haben wir Verfahren und Widersprüche eingelegt und alles Mögliche. Aber durch diese ganze Pauschalisierung, hier in Kassel vor allen Dingen auch Pauschalisierung der Miete, ist das in den Köpfen der Leute. Ich kann jetzt nur von meiner Beratung sagen, dass wenn jemand kommt und sich beraten lässt, es meistens um Verfahrensfragen geht, weil die sagen, der Käse ist eh gegessen, ich kriege die Regelleistung, ich kriege meine Miete, ich kriege meine Sanktionen. Dann gibt es Fragen zu den Verfahren und das finde ich halt ziemlich schlimm. Und was ich auch noch feststellen kann, ist, dass bestimmte Bevölkerungsgruppen, als ich angefangen habe vor 23 Jahren, hatte ich einen bunten Mix. Da war auch mal ein Student und ein Akademiker dabei. Dieser Anteil ist extrem gestiegen. Das zum einen und zum anderen halt nochmal, dass ganz viele Leute wegbleiben, ich sage mal so, Leute, die jetzt nicht unbedingt mit Literatur oder mit Rechtssachen umgehen können, die kommen gar nicht mehr, die haben aufgegeben, die wehren sich nicht mehr. Und das finde ich das absolut Schlimme.
Und da, denke ich, muss man auch nochmal was tun. Also mehr informieren und vor allen Dingen auch die Bevölkerung, wie der Erich das eben gerade gesagt hat, Hartz IV ist nicht weit. Mein grellster Fall war eine Managerin in Kassel, die innerhalb von 12 Monaten im Arbeitslosengeld 2 war. Danke. Und jetzt, Herr Putz. Mikro! Ja, ich versuche es mal ohne Mikro. Zunächst eine kurze Anmerkung zu einer aktuellen Personalentscheidung der Kasseler SPD, die Bände spricht. Einer der rücksichtslosesten und unbelehrbarsten Vertreter der rechtswidrigen Pauschalierung von Unterkunftskosten in Heizkosten in Kassel war der damalige Fraktionsvorsitzende in der Stadtverordnetenversammlung der Landtagsabgeordnete Frankenberger. Vor wenigen Wochen ist Frankenberger zum Vorsitzenden der Kasseler SPD gewählt worden. Kommentar überflüssig. Eine kurze Information zum neuesten Stand auf dem Gebiet der Übernahme von Unterkunftskosten nach Hartz IV. Das Sozialgericht Mainz hat in einem Vorlagebeschluss vom 12. Dezember vorigen Jahres, also ganz aktuell, dem Bundesverfassungsgericht vorgelegt, die Frage, ob die Vorschrift, auf der die Rechtsprechung zur Angemessenheitsgrenze beruht, verfassungswidrig ist. Das Sozialgericht meint, das wäre nicht der Fall, das wäre verfassungswidrig. Jetzt muss also das Bundesverfassungsgericht was dazu sagen. Wenn das Bundesverfassungsgericht sagt, ist verfassungswidrig, dann ist der Gesetzgeber dran. Und ich meine, die Linke muss möglichst bald schon jetzt die Diskussion eröffnen, was kommt dann, was verlangen wir, dass der Gesetzgeber macht. Dasselbe gilt auch für die immer noch sehr aktuelle und problematische Diskussion zum Existenzminimum, das abgesichert ist durch den Regelsatz. Meiner Ansicht nach muss die Diskussion umgekehrt werden, die Richtung der Diskussion muss umgekehrt werden. Jetzt wird diskutiert, wie tief dürfen wir gehen, ohne gegen die Verfassung zu verstoßen. Die Frage muss neu lauten, und das muss die Linke weiter betreiben, wie hoch können wir in dem reichen Deutschland gehen, um Armut zu vermeiden? Wenn Sanktionen ausgeübt werden, wenn Druck ausgeübt werden, gibt es ja unterschiedliche Reaktionen. Der eine kämpft, der andere gibt auf und der nächste entzieht sich der Situation, lieber um den Druck loszuhaben. Wie ist denn die Situation, dass Menschen in die Obdachlosigkeit verdeckt oder offene Obdachlosigkeit gehen oder dort hineinputzen? Ja, ich wollte nochmal eingehen. Auf, also 10 Jahre Hartz IV sind ja auch 10 Jahre Widerstand gegen Hartz IV und die Frage ist, wie waren wir aufgestellt, wie waren wir auch vor Hartz IV aufgestellt. Ihr werdet euch an die großen Demonstrationen 2003, 2004 erinnern. In dem Prozess gab es ja eine große Widerstandsbewegung in der Bevölkerung, aus der diese Partei hervorgegangen ist, unter anderem. Wie kommen wir da wieder hin? Und ich möchte da nochmal dran anknüpfen, was Inge gesagt hat. Du hattest das im Zusammenhang mit den Verfahren genannt, mit den Rechtsfragen, dass es natürlich wichtig ist, auch die Justiz vor eine gesamtgesellschaftliche Stimmung zu setzen, dass auch gesamtgesellschaftlich da die Stimmung zu unseren Gunsten ausfällt. Und da wollte ich nochmal fragen, was es für Vorstellungen gibt, auch innerhalb der auch genannten Gewerkschaften. Von Christian Butterbeck, also der Angriff auch auf die bestehenden Arbeitsverhältnisse, der Druck auf die Gewerkschaften, was liegt da an eigentlich, wie können wir das, sag ich mal, noch plausibler machen, auch für Kolleginnen und Kollegen, die da in den Bereichen arbeiten, um diesen Zusammenhang deutlich zu machen, weil ich denke, ohne einen breiter werdenden und wieder breiter werdenden Widerstand werden wir Hartz IV nicht abschaffen können. Während der Thorsten das Mikrofon.
Ja, Entschuldigung, während der Thorsten würde ich jetzt gerne die Redeliste oder die Redeliste schließen, damit wir noch zu einer zweiten kurzen Runde kommen können. Ja, ich nehme. Ja, jetzt. Ja, ich habe eine Frage. Mir wurde gesagt, dass Deutschland ist ein sehr reiches Land. Nach außen Zuschauern vielleicht ja. Nach innen nehme ich die Probleme so wahr, dass die Menschen, die in Rente kommen, viele müssen kaum menschenwürdig unter die Runde kommen. Die wohnen im Mülleimer, wurde mir auch viel gesagt in München. Sehr viele Menschen arbeiten, die aus Arbeit nicht sozusagen voll leben können, sondern brauchen noch etwas zusätzlich sozusagen aufgestockt zu werden. Eben habe ich gehört, wie viele Millionen Kinder wirklich von Armut bedroht sind. Nicht gesprochen über die Generation, die meine Generation ist, also sozusagen Mitte aktiv im Leben, die eigentlich keine Rente kriegen, ich kriege nichts Rente zum Leben. Eine große Frage, wie geht Deutschland mit seinen Bürgern um und wie viele Menschen werden Menschen unwürdig leben müssen, was die Wohnungspolitik dieses Landes auch betrifft. Und die Frage, wie kann man die führenden Politiker dazu zwingen, ein bisschen nach innen zu schauen und ein bisschen sozialistisch werden, sozusagen. Nicht immer oder in der letzten Zeit mal 2 Euro oder 3 Euro, sagen wir mal, Auge auszustechen, sagen aber die Menschen, die Hartz IV kriegen, es wird erhöht. Ab 1. Januar kriegen die Geld. Aber das Leben ist immer teurer geworden. Also demzufolge ist das eine Nullrunde. Zum Abschluss nur ganz kurz noch ein Zitat zu einer Frage, für unseren Komiker gedacht ist. Warum erinnern mich viele Politiker aus der SPD, vor allem Clemens Schröder und ähnliche Leute, an V? Als sie unten waren, haben sie uns aus der Hand gefressen. Seitdem sie oben sind, scheiße ich auf den Kopf. Vielen Dank. Die Diskutanten werden einiges in ihren folgenden Redebeiträgen sicherlich mit aufnehmen und beantworten, konkreten Fragen. Und ich weiß nicht, bist du Komiker oder Kabarettist? Ich bin Kabarettist auch nicht. Auch nicht. Einfach Schauspieler. Schauspieler und Rezitator standen bei. Macht ja nichts, man kann ja mal was probieren. Gut, und die Frage der Jungfrau, die gerade Vorrednerin war, würde ich beantworten, indem wir immer mehr werden und indem viel mehr Menschen die Linke, das Kreuz bei den Linken machen und dann wird unsere Republik vielleicht irgendwann etwas sozialistischer werden. So, und jetzt. Auf die Straße gehen. Wir haben. Ich habe auch noch eine Frage. Wie kann man eigentlich einen Betrag absenken, der in anderen Gesetzestexten als absolutes Lebensminimum gilt? Was denn absenken? Durch die Sanktionen. Durch die Sanktionen unterhalb des Existenzminimums. Ja, also in allen Gesetzeswerken ist das absolutes Minimum wirklich gesenkt, aber in Hartz IV. Wir würden jetzt noch eine kurze Runde machen, weil wir angepeilt haben, in 40 Minuten unsere Veranstaltung schließen zu können. Würde ich jetzt bitten, die Katrin, Entschuldigung, 20 Minuten, die Katrin beginnt mit den Folgen 10 Jahre Hartz IV. Gut, vielen Dank, dann werde ich versuchen, vielleicht bis die Wurst zu fassen. Ja, also von meiner Erfahrung her ist es so, dass das SGB-II-Recht permanent Änderungen unterworfen ist und das wird auch so bleiben. Durch die Klagen haben wir die Chance, das ganze Gesetzeswerk, was mit unendlich vielen unbestimmten Rechtsbegriffen gespickt ist, etwas zu konkretisieren. Das hat dann allerdings auch zur Folge, dass bei vielen Urteilen die
mal zugunsten der Betroffenen ausgehen, ein reges Gesetzgebungsinteresse auslöst, um genau diese Vorteile wieder zu konterkarieren. Ich nenne jetzt mal als Beispiel, dass das Bundesverfassungsgericht eigentlich schon seit Ewigkeiten herauskristallisiert hat, dass eine eheähnliche Lebensgemeinschaft, ich sag mal, frühestens nach 3 Jahren angenommen werden kann, was dann dazu führt, dass beispielsweise ein Partnereinkommen auf den eigenen Bedarf angerechnet wird, obwohl man nicht verheiratet ist. Daraus hat dann der Gesetzgeber im Hartz-IV-Recht später gemacht, dass bereits nach einem Jahr Zusammenleben zwischen 2 Menschen, egal welchen Geschlechts erstmal, grundsätzlich vermutet wird, dass hier eine Einstellungs- und Verantwortungsgemeinschaft vorliegt und die Beweislast umgekehrt wird. Das heißt, ich als Betroffener muss jetzt die innere Tatsache beweisen, dass gerade keine Einstehens- und Verantwortungsgemeinschaft vorliegt. Das ist jetzt ein bisschen pauschal dargestellt, aber es ist in der Praxis mit sehr vielen Problemen verbunden. Das heißt, wenn man eine kleine WG zusammenbildet, könnte das, sich mal kurz kennengelernt hat, Leben auf Probe, kann das halt dazu führen, dass der eine eben voll für den anderen mit haften muss. Ja, da gibt es eigentlich unzählige Beispiele, kann ich jetzt im Einzelnen nicht aufführen, ich würde jetzt hier zu weit führen. Auf jeden Fall ist es halt so, immer wenn es eine positive Entscheidung gibt, wird eben versucht daran zu drehen und das Ganze dann wieder zugunsten der Einsparung, sage ich jetzt einfach mal, wieder abzuändern. Ja, das ganze SGB-II-Recht ist höchst kompliziert. Für uns Juristen eigentlich ein sehr, sehr spannendes Rechtsgebiet, eine schöne Materie eigentlich, kann man sich juristisch schön ausgucken. Also in der Tat, also sehr, sehr interessant. Für die Betroffenen natürlich vom größten Übel, weil es halt sehr, sehr fehleranfällig ist. Und dann kommt natürlich noch dazu, dass da auch dann ein bestimmter Wille auch bei den Jobcentern vorliegt, bestimmte Entscheidungen bewusst auch gegen das Gesetz, sage ich mal, zu treffen. Und das ist dann halt gleich existenzbedrohend. Es geht jetzt nicht um Autokauf, sondern es geht halt wirklich ums nackte Überleben bei vielen. Jetzt möchte ich ganz kurz ein paar Punkte aufgreifen, die jetzt aus dem Publikum kamen. Ja, schlimmer als Hartz IV gibt es, nämlich diejenigen, die überhaupt nichts bekommen. Habe ich leider Fälle, die ja, vom Leistungsausschuss eben betroffen sind oder die in einer Übergangsphase sind, zum Beispiel Berufsausbildungsbeihilfe oder BAföG beantragen, die BAföG-Ämter dann 2-3 Monate brauchen, um den Antrag zu bearbeiten. Da man aber dann mit dem Studium schon begonnen hat, ist man eben aus dem Leistungsbezug vom Jobcenter draußen, die stehen dann damit nichts. Also da gibt es also viele, die dann nicht weiter wissen, was sie machen sollen, BAföG noch irgendwie aufnehmen. Ja, das sind so Beispiele. Also da gibt es relativ viel Beratungsbedarf in der Richtung. Ja, was kann man machen, außer zu klagen? Also Klagen, das habe ich schon mal angesprochen eben, das ist doch sehr wichtig, Klagen und Eilanträge stellen, weil ja nur darüber überhaupt Klarheit gefunden werden kann, wie das Gesetz in Griff zu bekommen ist, wie man damit künftig umgehen kann, woran man sich orientieren kann. Also das möchte ich doch schon sagen, das ist sehr wichtig, dass man sich da gegen jede Entscheidung auch zur Wehr setzt, das auch nicht immer klaglos hinnimmt. Ja, Strafurteile, das ist so eine Sache. Wir haben also im Studium im öffentlichen Recht den Satz als allererstes beigebracht bekommen, der Staat hat immer Recht. Heißt, dass die Staatsanwaltschaft, die ja auf der Seite des Staates steht, erst einmal das Ganze als gegeben hinnimmt. Ne? Also das Problem ist dann auch in den Fällen des Sozialleistungsbetruges, was sehr oft jetzt auch zur Anzeige gebracht wird, in den letzten Jahren eigentlich schon, dass dann erst einmal alles, was der Jobcenter sagt, 1:1 übernommen wird. Weder die Staatsanwaltschaft noch die Richter, die Strafrichter, kennen das SGB II. Also da ist eine absolute weiße Messe, also eine Lehre, eine absolute, also das kennen die einfach nicht. Ne? Und nehmen das dann so hin, wie es gesagt wird. Ne? Also, wenn man da alleine vorträgt, im Moment, das ist aber rechtlich so nicht haltbar. Wenn man das jetzt nicht noch irgendwie mit einem Sozialrechtler untermauert, dann wird das
in der Tat schwierig und die sind dann da auch nicht ganz zimperlich. Insofern umgekehrt dann der Fall, sich mit Strafanzeigen nur zur Wehr zu setzen, ja, mag in Einzelfällen klappen, aber denke ich, ist sehr, sehr schwierig. Und da hat man in der Regel auch ein Beweisproblem, dass man überhaupt jemanden hat, der dann bezeugen kann, dass eine Beleidigung stattgefunden hat, dass unterlassene Hilfeleistung hier erfolgt. Muss man halt probieren, vielleicht, wenn man es massenhaft macht, dass vielleicht doch ein Umdenken kommt, aber ich sehe das ehrlich gesagt nicht. Nochmal ganz kurz, will ich auch zum Ende kommen, Rente und Armut, das ist jetzt auch meine Erfahrung, dass die Jobcenter jetzt verstärkt, also gerade seit den letzten 2 Jahren, versuchen, dass die Hartz-IV-Empfänger in die Rente gedrängt werden, also mit der sogenannten Zwangsverrentung. Vorzeitige Altersrente muss in Anspruch genommen werden, mit Ausnahmen. Bedeutet praktisch 0,3% pro Monat weniger von seiner Altersrente. Und die Gerichte tendieren, na, ich weiß nicht mehrheitlich, auf jeden Fall, einige Gerichte tendieren eben auch dahin zu sagen, selbst wenn man dadurch dauerhaft dann auch auf die Grundsicherungsleistung angewiesen wird durch diesen Rentenabzug, ist es zumutbar, trotzdem vorzeitig in Altersrente zu gehen. Also das ist so ein Phänomen, gleiches gilt dann aber auch für die Erwerbsminderungsrente. Das wirkt sich in der Praxis dahingehend aus, wenn man quasi gezwungen wird, in die Erwerbsminderungsrente zu gehen, was man vielleicht gar nicht will. Und wenn es dann zufällig der Rentenversicherungsträger noch mitmacht, dass man dann in diese Sozialhilfe abrutscht, das hat dann die Folge, dass zwar die Regelleistung und die Unterkunftskosten gleich hoch sind, aber der Vermögensfreibetrag ist deutlich niedriger. Also wenn man jetzt erwerbsgemindert ist, vollerwerbsgemindert, heißt das, dann ist der Vermögensfreibetrag noch 1.600 Euro. 1.600 Euro, weil der Grundsicherung für Erwerbsunfähige, also die, die dauerhaft erwerbsunfähig sind, also quasi auch unabsehbare Zeit erwerbsunfähig, da ist es 2.600, aber bis man da ist, vergeht eine Zeit. Also die, die dazwischen liegen, also der Standard erst einmal, der ist auf 1.600 und ich sage mal, von 1.600, wenn ich dann dauerhaft erwerbsunfähig bin, komme ich natürlich auch nicht auf 2.600. Das schließt sich irgendwo dann auch aus. Also von daher ist da nochmal eine weitere Armutsabsenkung, weil ja bei Hartz IV, wer es jetzt nicht weiß, der hat einen Freibetrag von 150 Euro mal Lebensalter, der kann auch zusätzlich noch ein PKW im Wert von bis zu 7.500 haben, das ist dann in der Sozialhilfe auch gestrichen und noch ja, diverse andere Sachen. Also der Bereich wird da zurzeit auch sehr stark angegangen. So, aber dann will ich jetzt weitergehen. Vielen Dank. Also was mir jetzt so bei den Fragen oder Kurzkommentaren aufgefallen ist, dass so ein bisschen dieser Tenor durchkam, was sind wir dem Staat wert? Ich stelle die Frage eigentlich lieber mal andersrum, dass ich frage, was ist unser Staat der Mensch wert? Ja, also wo sieht der Staat uns als Mensch? Ja, ich finde, die sollten sich mal da oben überlegen, da oben hört auch mal Bilder, das sind auch nur Menschen, ja, sich in der Regierung überlegen, was wollen sie eigentlich. Betreffend zur Zwangsverrentung mit 63 möchte ich nochmal ergänzen, Kurzkommentar dazu machen. Also es ist tatsächlich so, wenn jemand das 63. Lebensjahr erreicht, dann erhält er in der Regel zwischen 2 und 6 Monate vorher ein Schreiben vom Jobcenter, er möge doch bitte mal vom Rententräger ausrechnen lassen, wie viel Rente er bekommt. Dann, es gibt also 2 Standardschreiben, 1 mit Androhung von Sanktionen, wenn er das nicht innerhalb von 3 Wochen macht und 1 ohne Androhung von Sanktionen. Also ich begleite ja einige Zwangsverrentungen in ganz Deutschland und wir haben festgestellt, und da gibt es auch intern inzwischen eine Weisung, wenn die Rente, die berechnete Rente vom Rententräger weniger ist als Hartz IV oder gleich viel wie Hartz IV und dann müsste er aufstocken mit der Grundsicherung nach SGB 12, dann darf das Jobcenter die Rente nicht durchziehen. So sind jetzt auch 3 Verfahren schon im Osten zumindest entschieden worden. Was machen wir? Wir machen grundsätzlich einen Widerspruch, wenn das Jobcenter trotzdem sagt, beantrage die Rente.
Und in der Regel haben wir jetzt auch festgestellt, dass diesen Widersprüchen stattgegeben wird. Also dass die Leute dann gar nicht weiter klagen müssen. Nichtsdestotrotz ist es immer dieser Schritt, ich muss mich immer gegen das Jobcenter wehren. Ja, es ist ja egal, um was es geht, ob es die Zwangsverwendung ist, ob es die KDU ist, also die Mietkosten, ob es ein Antrag für einen mehrtägigen Klassenausflug ist, ja, oder eine Erstausstattung. Es ist immer ein Kampf, eine Willkür innerhalb dieser Jobcenter. Und das liegt zum einen daran, dass die Mitarbeiter katastrophal ausgebildet sind in dem Bereich, also sozusagen gar nicht, ja, oder nur minimal. Es sind sehr viele Fachassistenten, das sind wie Azubis dort, oder zu wenig Personal vorhanden ist. Und wir auch, Entschuldigung, Frau Fuchs sagte, es ist so komplex, die Mitarbeiter verstehen das selbst gar nicht. Ja. Und, aber es ist immer zum Leidwesen der Erwerbslosen, weil es kommen dann zu mir ehemalige Kollegen oder Kollegen und sagen, ja, du nimmst über die Erwerbslosen so einen Schutz, nimm uns doch auch mal einen Schutz. Es gibt ja auch nette Mitarbeiter, das will ich ja gar nicht verschweigen und da bin ich auch froh drum, die brauchen wir da drin auch. Aber ein Mitarbeiter am Jobcenter, der hat nie die Gefahr aktuell, dass er einen Monat ohne Geld dasteht oder mehrere Monate ohne Geld. Er muss nicht um seine Existenz in diesem Moment bangen, wie ein Erwerbsloser, der dringend auf Geld wartet, weil die Anträge nicht bearbeitet werden oder weil ein Jobcenter-Mitarbeiter keine Ahnung hatte. Ja? Und das finde ich einen ganz elementaren Unterschied, was ich glaube, den Mitarbeitern auch mal klar werden sollte. Ja. Gesprochen worden auf die Frage, wie man denn den Widerstand verbreitern kann. Also was mir auffällt, ist, dass viele, insbesondere auch in den Gewerkschaften, so ein bisschen dieser Ideologie aufsitzen, wenn Hartz-IV-Regelsätze steigen, dann müssen wir mehr Steuern zahlen. Also dann ist das für uns als Beschäftigte und insbesondere für diejenigen, die glauben, ja, eben nicht nach 12 Monaten nach einer schweren Krankheit oder einer Kündigung in Hartz IV oder in der Armut zu landen, für die ist die Vorstellung, da liegen uns diese Millionen von Hartz IV-Beziehern, die liegen uns auf der Tasche. Und die Medien erzeugen ja auch diesen Eindruck. Also ich habe ein Kapitel in dem Buch, habe ich so gestaltet, dass ich mir mal die Medien angeguckt habe. Und da werden ja die Hartz IV-Betroffenen also als Drückeberger, als Faulenzer, als Sozialschmarotzer bezeichnet. Und ich glaube, dass dieses Bild, dass das sehr in den Köpfen sitzt. Und bei der Frage, wie kann man jetzt dagegen vorgehen, finde ich, man muss genau da auch den Spieß wieder umdrehen. Also statt zu glauben, dass der Hartz-IV-Bezug mich viele Steuergelder kostet, muss vermittelt werden, dass es genau umgekehrt ist. Wenn die Regelbedarfe steigen, steigen wahrscheinlich auch Löhne und Gehälter, weil das ist ja so eine Art Mindestgrenze, die es gibt, ist der Hartz-IV-Bezug und an dem orientiert sich nämlich trotz dieses großkoalitionären Mindestlohns wahrscheinlich auch zukünftig sehr stark das Lohn- und Gehaltsniveau. Also ich habe ja eben schon gesagt, der wesentliche Sinn war, den Niedriglohnsektor zu verbreitern. Und übrigens bei der Frage, die Inge hat gesagt, Hartz IV ist gescheitert, ich finde aus der Sicht derjenigen, die es ins Werk gesetzt haben, ist es überhaupt nicht gescheitert, sondern super gelungen, obwohl wir jetzt wieder darunter leiden, dass im Grunde die Folgen natürlich wir wieder zu tragen haben, also die von Hartz IV Betroffenen und diejenigen, die nicht davon profitieren, weil es ist natürlich Erwerbslosigkeit in die Länder der südlichen EU-Peripherie exportiert worden. Und es ist vor allen Dingen durch dieses Lohndumping der Bundesrepublik dafür gesorgt worden, dass diese Länder weniger wettbewerbsfähig sind auf den Weltmärkten, mehr importieren mussten und das dann mit Krediten, staatlicherseits aufgenommenen Krediten finanziert haben. Und das, was jetzt fälschlicherweise Staatsschuldenkrise genannt wird oder Eurokrise, das ist ja mit die Folge von Hartz IV und dieser Reform. Lohndumping-Politik müssen jetzt die sogenannten Rettungspakete, die ja nur die Banken und Versicherungen retten, aber nicht die Griechen und Griechinnen,
müssen jetzt finanziert werden und das natürlich dann auch wieder von den Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern und das sind eben nicht die Reichen, die sich längst entzogen haben, dem Steuerzahlen und dem Beitragszahlen sowieso. Und ich finde, wenn man diesen Zusammenhang aufmacht, also die Höhe der Transferleistung ist nicht schlecht für die Beschäftigten, sondern die ist selbst dann positiv, wenn sie selbst nicht Transferleistungen irgendwann mal in Anspruch nehmen müssen. Weil damit natürlich, wenn, das ist doch ganz klar, wenn dieser Druck, eben habe ich vom Damoklesschwert, da hat es hier gesprochen, wenn dieses Damoklesschwert da nicht mehr schweben würde, dann würden auch die Gewerkschaften, die Betriebsräte und die Belegschaften nicht mehr unter diesem enormen Druck stehen. Und das heißt, Hartz IV ist eben auch für die etwas, was deren Bedingungen, Arbeitsbedingungen und auch natürlich den Lohn und die Lohnhöhe negativ beeinflusst. Deswegen diesen Zusammenhang herzustellen, wäre wichtig, weil ich selbst bis in die IG Metall hinein feststelle, naja, man feiert nicht gerade 10 Jahre Hartz IV, aber man lädt auch nicht, wahrscheinlich auch nicht die Inge oder mich ein, das kritisch zu beleuchten, weil Peter Hartz, das müsst ihr euch klar machen, war ein IG Metaller. Und es saßen auch in der Hartz-Kommission Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter, die man zum Teil über den Tisch gezogen hat. Der Hartz, der Peter Hartz war übrigens auch einer, der geglaubt hat, es kommt mehr sowas heraus wie eine Arbeitslosenhilfe für alle, auch für die Sozialhilfebezieher. Dass dann natürlich die rot-grüne Koalition längst im Kanzleramt sich auch in den Vorarbeiten der Bertelsmann-Stiftung darauf verständigt hatte, das Sozialhilfeniveau für alle einzuführen, das war, glaube ich, auch manchen Gewerkschafterinnen und Gewerkschaftern überhaupt nicht klar. So, und der zweite Argumentationsstrang, der mir sehr wichtig ist. Das Buch von mir heißt im Untertitel Auf den Weg in eine andere Republik? Fragezeichen. Und ich beantworte das natürlich mit Ja. Also Hartz IV hat nicht nur den Sozialstaat demontiert und hat nicht nur dazu geführt, dass Millionen von Menschen in ein rigides Armutsregime hineingepresst worden sind. Das sind die unmittelbar Betroffenen. Aber es hat auch Auswirkungen auf alle anderen, die wir für diesen Widerstand gewinnen müssen. Insofern, als Hartz IV eben auch bedeutet, eine Gefährdung der Demokratie, weil es ziehen sich die Hartz IV-Betroffenen zurück, zu resignieren, sie werden psychisch krank, sie haben gesundheitliche Beeinträchtigung und sie ziehen sich auch zurück aus der Beeinflussung des politischen Prozesses. Demokratie ist ja nicht nur, alle 4 oder alle 5 Jahre zu einer Wahlurne gehen zu können. Übrigens ist die Verlängerung der Legislaturperioden auch ein weniger an Demokratie. Sondern Demokratie bedeutet jedenfalls für mich, dass alle Wohnbürgerinnen und Wohnbürger, auch Migrantinnen und Migranten hier leben, über das politische Schicksal des Landes entscheiden können. So, und wie soll aber denn zum Beispiel eine alleinerziehende Mutter im Hartz-IV-Bezug, die Angst haben muss, am 20. des Monats nichts Warmes mehr auf den Tisch zu bekommen für ihre Kinder, wie soll die denn teilnehmen am politischen Willensbildungs- und Entscheidungsprozess? Wie soll die denn nach Berlin fahren mit 25 Euro im Regelsatz insgesamt für Verkehr und Mobilität, wo man noch nicht mal in einer deutschen Großstadt ein Monatsticket für bekommt? Wie soll die denn die weite Reise antreten? So, und wie soll die denn die Zeit erübrigen, wo auf sie vom Jobcenter massiv Druck ausgeübt wird und auch Zeitarmut ist etwas, was mit Hartz IV enorm zugenommen hat. So, und wenn das so ist, das wird in Kassel nicht anders sein als in Köln. In Köln bei der letzten Bundestagswahl, in einem riesigen Stadtteil Chorweiler mit Hochhäusern, Wahlbeteiligung 42,5%. In Köln-Hahnwald, einem Villenviertel, wo Klaus Zumwinkel, der Postchef, wenn ihr das gesehen habt, aus seiner Villa geführt wurde, weil er ja des Steuerbetruges angeklagt wurde, im Hahnwald Wahlbeteiligung 89%. Also es ist, wenn man das hinunterdekliniert auf einzelne Wahlbezirke, dann gibt es zum Teil Differenzen zwischen 13 und über 90%. Und das heißt, die Armen haben sich längst verabschiedet aus dieser Demokratie. Es ist für viele Menschen eine reine Zuschauerdemokratie, weil sie resigniert haben und weil sie zu Recht annehmen,
dass die etablierten Parteien ihre Interessen überhaupt nicht mehr vertreten. Deshalb ist das keine Politikmüdigkeit oder Parteienverdrossenheit oder Wahlmüdigkeit. Mit diesen Begriffen wird den Betroffenen die Schuld in die Schuhe geschoben. Sondern es ist eine Krise der politischen Repräsentation. Und das heißt, wer eine solche Sozialpolitik macht und wer den Sozialstaat zerstört, der zerstört auch die Demokratie und Mittelschichtangehörige. Mittelschichtangehörige, die nicht der Strategie von Thilo Sarrazin folgen, ich nenne sie die Radfahrermethode, nach oben buckeln und nach unten treten, also gegenüber den Migrantinnen und Migranten muslimischen Glaubens, die ohnehin noch rechtloser sind, auf denen möglichst noch herumzutrampeln und dann sich besser zu fühlen. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, wenn die Mittelschicht fürchtet, vom sozialen Abstieg betroffen zu sein. Und das war in der Weimarer Republik so, bei der Austeritätspolitik damals, und das ist bei der Austeritätspolitik von Angela Merkel und Wolfgang Schäuble heute wieder so. Und traditionellerweise wendet sich das Kleinbürgertum in Deutschland, wenn es Angst vor dem sozialen Abstieg hat, nach rechts. Deswegen ist so wichtig, diesen Zusammenhang herzustellen, dass die Demokratie, wer die bewahren will, der muss auch dafür sorgen, dass eben nicht die Hartz-IV-Bezieher die Zeche zahlen, der muss dafür sorgen, dass der Sozialstaat nicht weiter abgebaut wird, sondern der Sozialstaat ist das soziale Fundament, auf dem die Demokratie ruht, und es muss man sich auch in der Mittelschicht klar machen, und ich denke, auch die müssen wir ansprechen und erreichen. Nicht von den Armen und von den Hartz-IV-Betroffenen verlangen, dass die jetzt die Revolution ausrufen. Die haben zum Teil ganz andere Sorgen und Nöte. Sondern auch andere in der Gesellschaft anzusprechen und denen klarzumachen, ihr müsst euch gegen die Verursacher der globalen Finanzkrise, der Bankenkrise und der Weltwirtschaftskrise wenden und nicht gegen die Opfer. Und das sind die Hartz-IV-Betroffenen. Geht's noch? Ich würde mich gerne, ich verweise nochmal auf den Büchertisch unserer Gäste hier von Inge Hannemann, das Buch Hartz IV, die Hartz IV-Diktatur und das Buch von Christoph Butterwecke, Hartz IV und die Folgen, die vorne käuflich erworben werden können. Und ich bedanke mich, bevor jetzt, ich möchte nicht, dass jetzt alle den Raum verlassen, wenn Erich noch eine Einlage gibt. Aber ich würde mich an dieser Stelle schon mal für eine spannende Diskussion bedanken. Professor Putz für eine Anregung für eine Folgeveranstaltung. Wie weiter? Wir wollen Hartz IV weg, aber wie weiter? Wir haben da einige Vorstellungen bei uns in der Partei. Wir programmatisch haben wir die repressions- und sanktionsfreie Mindestsicherung mit 1050 Euro vorgesehen. Inge schwebt da möglicherweise was anderes vor oder einigen anderen. Und ich könnte mir gut vorstellen, auch mit den gleichen Protagonisten oder vielleicht anderer, das zu erweitern, eine Diskussionsveranstaltung in der nächsten Zeit zu organisieren. Aber jetzt möchte ich gerne noch, dass Erich das allerletzte Wort behält. Vielen Dank. Zwei Strophen aus dem Lumpenlied von Erich Mühsam. Kein Schlips am Hals, kein Geld im Sack, wir sind ein schäbiges Lumpenpack, auf das der Bürger speit. Der Bürger blank von Stiebellack mit Ordenszacken, auf dem Frack der Bürger mit dem Chapeau-Klack, fromm und voll redlich. Wo hat der Bürger alles her, den Geldsack und das Schießgewehr? Er stiehlt es grad wie wir, bloß macht man uns das Stehlen schwer.